gibt's Wüstensenke. Die wollen wir uns angucken. Wir haben jetzt die Pilze geholt. Und ein Ganovil. Hallo. Wobei hier ein Wasser-Pokémon tatsächlich eher sinnvoller wäre, als die Wunder tatsächlich, weil es ein Wasser-Pokémon beherrscht. Ganubi habe ich immer sehr gerne in Schwarz und Weiß benutzt. Hier werden wir es nicht benutzen. Wir werden unser Team eigentlich fast immer überlassen. Ist Zeit und ich überlege gerade tatsächlich, ob ich noch was tauschen soll. Ich will gerade meine beiden anderen rauszunehmen und vielleicht noch ein anderes Pokémon ins Team zu ziehen. Aber das machen wir dann in Ruhe mal. So, wir nehmen jetzt erstmal diesen Beulen im Helm, den brauchen wir auf jeden Fall. Und hier scheint es eine Gedikta zu geben und die gibt es alle meistens hier auf diesen Hügel. Neun Stück? Okay. So, dann nehmen wir das mal mit. Ein Eisorb. Zum Träger. Okay. So, da ist noch ein Diktar. Ja, die bekommen, wenn wir alle Diktars gefangen haben, ein Alola-Diktar. So, was hast du jetzt von mir? Du hast bestimmt auch noch irgendwas Cooles. Egal, das Mokmok. Ja, Mokmok ist meine Regel. Warte mal, ich glaube, ich habe irgendwo eins. Nee, ich hab keins. Scheiße, ich hab keins gefangen. Ich dachte, ich hätte mir irgendwo eins mal gefangen gehabt, aber scheinbar habe ich es dann doch nicht getan. Dafür bekommt ihr normales Mokmok. Hier liegt noch irgendwas. Wieder Land. So, da ist noch irgendwas. Und zwar ein Luxusball. Und hier ist noch ein Item, und zwar ein Feuerstein. Und da ist vor allen Dingen noch ein Dick da. Und es sind nur 7 Stück hier. Und hier sind TP. Die TP 21 Gegenschlag. So. Sind da noch irgendwas? Rihorn muss ich haben. Du hast bestimmt noch. Oh, hier ist noch ein Dick da. Oh, Rihorn Niwa. Moment. 6 Stück. Die Frage ist, kriege ich sie gefangen? So, dann gehe ich mal auf Bisaflor wieder. Ich versuche mal, ob ich es gefangen bekomme. Ich gehe auf Samen. Ich hoffe, dass es das tut. Nicht. Sehr schön. So, Schlagbohrer. Aua, tut mir nicht weh. So, Überball und hoffentlich geht es nicht jetzt. Wieder liebes Neonior. Du möchtest also nicht. Es gibt viele coole Pokémon, deswegen habe ich mein Team rumgestellt. Deswegen habe ich auch immer versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Die Story machen wir auch noch irgendwann zu Ende. Sobald wir hier die Prüfung durch haben. Also irgendwann in den nächsten Folgen. Und dieses Reunion gehört dann doch uns. Gott sei Dank. Level 71 Niveau. Und du bist ein Boden-Pokémon, wahrscheinlich Boden-Gestein. Okay. So. Diese Ingame-Tausche sind tatsächlich lohnenswert, weil ihr lokale Pokémon eintauschen könnt. Die sowieso zuhauf bekommen gegen Pokémon, die halt aus Kanto meistens sind. Schützer ist, glaube ich, das Item, das auch Rizoros Rionua
Oh, Imantis. Aus Alola. So, hier ist noch. Die meiste Lokalform kriegt ihr hier gar nicht. Ein Knogger. So. Was ist das hier? Ach, der Tiri. Aus Gen 5 müsste das sein. So, hier ist noch ein Diktar. Ich weiß gar nicht, jetzt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel wir noch brauchen. Hier glaube ich auch noch. Ja. So. Keine Sorge, ich ziehe gleich doch mal noch was hin. Salanga. Das kennen wir ja hier aus der Generation. Und hier ist noch ein Item. Und zwar Eisertropfen. Verlängert Sandsturm. So, ich glaube, dann sind wir jetzt einmal rundrum. Welche Seite haben wir denn jetzt gesehen? Okay. Hier, hier. Ah, 16 Sternstab. Ja, gut, okay. Ja, hier gibt es einfach so viel zu sehen. Ein Kampfknochen noch. Ein Beleber. Ein Beleber. Mhm. Also vier Diktas müssten hier irgendwo noch rumrennen. Ich sage, jeder Wetter, dass hier oben ist. Drei Stück sind noch hier. Genau, hier war ich noch nicht. Hier ist mit Sicherheit noch irgendwo eins. Erstmal ist hier die TP 87 Schlagbohrer. Und ein Wundersaat. Ich muss mal genauer an hier. Keins? Okay. Es gab irgendwo eine Karte, die tatsächlich bei uns gerade auf dem Discord-Server, den ich euch ja verlinkt habe, durch ist. Da findet ihr alle Fundorte. Oh, Ramot! Wow. Käfer-Feuer-Pokémon. Krieg ich das gefangen? Ist da runter? Ich will dich nicht, ich will das Ramot da oben haben. Hallo. Leck mich doch, ich will dich haben. Komm her jetzt hier. Ja, toll. Mag sich wohl nicht fangen lassen. Ah, hier ist noch ein Diktar. Okay, dann haben wir noch drei. Ne, zwei haben wir noch. Okay. Ich hatte vermutet, dass in der Wüste hier die Diktas relativ leicht aufzuspüren sind. Aber da scheinen sich zwei Stück. Noch zu verstecken. Hier ist noch ein Item. Zwei Stück scheint sich hier noch zu verstecken. Das war richtig gut. Hier ist keins. Verstecken sie bestimmt richtig schön in irgendwelchen Ecken, ey. Chanera, du bist auch überall. Chanera habe ich ja schon. Die Frage ist, wo verstecken sich die anderen beiden? Da.
gucken mal gleich in der, wenn ich hier das letzte Dick da noch habe. Und das letzte ist hier. Dann haben wir sie alle. Sehr cool. Dann haben wir sie alle abgearbeitet. Also hier zumindest. Ich weiß noch nicht, ob ich, wie gesagt, alle komplett hole. Weil die bekommt, wie gesagt, Balola Dick da quasi als finales Geschenk. So habe ich es gelesen, ich weiß es nicht. Aber es gibt einige andere coole Pokémon, die ihr nicht in diesen Formen bekommt. Wenn ihr nicht die Dick da sammelt. So, okay, dann gehen wir mal rüber. Gucken wir auf die Uhr. Ja, das wäre schon fast wieder Zeit. Das haben wir ja, das Item. Und das heißt, wir fliegen mal kurz zurück zum... zum Detektiven. So, dann nehme ich mir das mal hier mit. Super. Und da oben ist noch eins. Ich glaube, ich weiß auch noch ein paar andere. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Mit dem Expertengurt hin. Ich habe so viele Dinge noch übersehen. So. Ich guck mal hier ein bisschen durch. Ob wir noch irgendwie mehr übersehen haben. Okay, hier hinter geht es nicht weiter. Strike. Und dann vielleicht die Kappe Plus. So, Hasbro, dich habe ich schon. Nehmen wir mal das Watt, die 200 Watt hier gerne mit. So, und dann gehe ich mal kurz zur Karte und guck mal an den Bahnhof. Weil hier sollen sich auch noch ein paar befinden, die ich tatsächlich übersehen habe. Eins liegt hier in der Ecke. Und es sind tatsächlich noch 14 Dick da hier rum, die hier rumlernen. Eins seht ihr hier. 13 Stück noch, okay. Einige noch. Ich muss jetzt nämlich ein bisschen genauer gucken. Da ist hier versteckt sich gut, das ist in dem roten Pflanzenbereich. Dann weiß ich, dass hier hinten auch irgendwo eins sein müsste. Oder? Oder? Lass mal weg. Ja, doch nicht. Da habe ich schon irgendwie doch alles. Okay, dann sind wohl doch keine mehr da, oder ich habe es einfach blöd übersehen. Da ist noch eins. So, die arbeiten wir kurz ab hier noch schnell, die 11. Stab, die habe ich schon. Ich sag ja, Erkältung. Momentan. Wie die Pilze. Alles Items, die man schön verticken kann, dann irgendwann. Mein Geld kriegen wir genug. Gibt da auch einen kleinen Trick. Was ich dann auch zufällig mal gesehen habe. Aber. Ja, mal gucken. Falls ihr den sehen wollt, sagt da, schreibt einfach in die Kommentare, dann seht das ja. So. Was haben wir hier? Der Tiri. Keine Dikasse mehr? Ich hätte erwartet, dass hier irgendwie hier sind. Aber 14 Stück. Sitzen die ja in den sämtlichen Ecken, ne? Hier, die Mantis. So. Gucken wir mal, wie weit wir sind. Wie das aussieht.
Rezeptur des Yellow-Stück noch, aber das machen wir dann immer mal wirklich so nach und nach. Kann man sich irgendwo noch. Sehe jetzt nämlich gerade auf Anhieb keine. Ja, das ist die da, aber der eine Folge, wo ich dann gesagt habe, ja, das und das machen wir jetzt. Ah ne, da ist noch ein Pokémon, da ist noch ein Pokémon. Weil hier ist nämlich nur noch ein Dicker. Hier ist noch ein Dicker, genau. Was ist denn damit? Und damit fehlen uns nur noch 10, wenn ich es richtig sehe, ne? Ja. So, dann gehe ich. Nehme ich das Ding da hier mal mit noch schnell? So, eigentlich sind es noch 9, die jetzt hier rumschwirren müssten. Aber ich quatsche den Typen mal an und frag mal, wie viel wir haben mittlerweile. So, 26 weitere Dicta sind zurückgekehrt. 27 Dicta. Boah, wir finden noch 124. Haben wir gar nichts geholt. Was kriegen wir denn? Mauzi! Alola Mauzi kriegen wir als erstes. Nein, ich will das nicht in 7 nehmen. So, was willst du? So, was möchtest du? Ein Alola Fleckmann kriegen wir noch dazu. So, den Boy. So, ich weiß nicht, wie viel wir kriegen. So, was kriegen wir jetzt? Ein Vulpix. Dafür haben wir den Eisstein. Ich nehme mal kurz für das Pokémon Snibuna aus dem Team. Weil ich will sie mir entwickeln, damit ich mir den Eintrag für Volnona holen kann. Okay, wir haben noch einiges zu tun. Ich möchte ein bestimmtes Pokémon tatsächlich gerne mitnehmen. Aber wo haben wir denn das Ei? Wo haben wir das Item nimmt? Da ist der Eisstand. Dann entwickeln wir uns mal unser Vulpix. Eintrag nehme ich mir gerne mit. Eisfee. Okay. Haben wir ja einen Zauberschein. So, Pokémon. Level 5. Ja, brauchen wir nicht. Kriegen wir den Eintrag jetzt endlich. Bewegen. 2, 3. Snibuna. Gut. Wie weit sind wir denn überhaupt mittlerweile mit dem Sammeln? Uns fehlen noch 2, dann hätten wir auch 100. Na gut. Wir haben auf jeden Fall, was die Diktas betrifft, noch eine ganze Menge vor uns. Aber jetzt wollen wir erstmal. Oh, das war eins. Acht Stück fehlen uns noch hier. Da oben ist eins. Und hier ist auch eins. Ich bin jetzt auf 5. Bin ich so blind, dass ich ihn nicht sehe? Na gut. So, die Pilze haben wir ja eingesagt und alles rum und dran. Und dann würde ich sagen, wir mal trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend. Und ja, dann gucken wir mal, was wir mit den Pilzen so anstellen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.